Dieser Brücker Oberbürgermeisterin Charlotte Pritz hat den neuen Rabbinerhofplatz und das in den Platz integrierte Mahnmal der unterbrochene Wald zum Gedenken an die während der NS-Zeit ermordeten Juden eingeweiht. Ja, die Idee war, die Unterbrechung darzustellen. Die Unterbrechung von einer Gruppe von Menschen, die hier in diesem Leben integriert waren. Und darstellen das irgendwie so, dass sich irgendwie symbolisch auch verankert mit einer jüdischen Tradition. Deswegen auch die Zahl 40, weil das biblisch so stark belegt ist. Der Birkenstamm ist eher schwieriger, also es ist eher eine Interpretation von mir. Also damit assoziiere ich die Wälder von Polen, Russland, die Aschkenasim-Welt von Sholem Aleichem, von Bialik. Zu den zahlreichen Gästen sprachen auch Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, Richard Bermann, Vorsitzender der Synagogengemeinde Saar, Jededa Kaoli Rülf, Tochter von Dr. Schlomo Friedrich Rülf, sowie der Darmstädter Bildhauer Professor Ariel Ausländer. Und noch dazu, wahrscheinlich sehr wichtig, das war der Kern eigentlich des Konzeptes, dass diese Bäume irgendwie eingefroren sind in der Geschichte. Das heißt, es gibt keine Entwicklung möglich. Die werden weiter wachsen. Und das war in dem Moment der Vorstellung damals, der Wettbewerbsvorstellung, was mich entschieden hatte. Ich muss einen Kontrast schaffen zwischen dem, was wächst und lebt und sich verändert, und das, was nicht mehr diese Chance hat.